Hallo, liebe Nerds und Nerderinos, und willkommen zu einer weiteren Episode von Breath of the Wild. The Legend of Zelda lasse ich jetzt mal. Ja, ich hab's doch nicht mehr gelassen. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Wir waren hier auf diesem. Ach, ist das ein Sonnenuntergang? Oder ein Aufgang? Nee, ein Untergang. Ja, wir waren letztes Mal hier auf diesem hübschen Turm stehen geblieben, wo uns fast dezent der Allerwerteste aufgerissen wurde von diesen Guardians. Wir haben es dann doch geschafft. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, wie es weitergeht. Oder wo es weitergeht. Ich glaube, ich sollte aus diesem Gebiet hier erstmal raus. Und sehe da drüben einen Tempel. Und habe es sogar spontan geschafft, die Steuerung richtig hinzukriegen. Ich bin fast beeindruckt. Das ist das Anfangsgebiet. Ich habe keine Ahnung, wo wir weitermachen. Open World, Baby. Also schauen wir einfach mal. Gleich als Vorwarnung. Ich bin heute ein bisschen auf Aggro getrimmt. Nicht, weil mich gerade schon wieder so ein scheiß Guardian anvisiert, sondern weil ich heute ein Päckli hätte kriegen sollen und der es mal wieder nicht hingekriegt hat. Ja, also könnte es passieren, vermehrtes Aufkommen von gewissen Begriffen. Nur gleich als Vorwarnung. Oder sogar ein Rage Quit. Ich habe keine Ahnung. Aber wir wollen ja nicht das Ganze schwarz an die Wand malen. Was ich noch machen wollte heute, ist zu Impa nochmal zurück. Weil die nette Dame zu uns ja gesagt hat, dass wenn wir den ersten Ort gefunden haben, sollen wir bei ihr einfach nochmal vorbeischauen. Was wollt ihr denn jetzt? Schon wieder einer, der Juhu schreit. Bist du das? Ups. Entschuldigung. War nicht so geplant. Ja, ich nehme das von eben wieder zurück mit den Knöpfen. Läuft doch nicht so gut. Könnte also lustig werden. Ja. Wie schon gesagt, zu Impa zurück. Ich habe nicht wirklich Ahnung, wie es und wo es weitergeht. Wie schon gesagt, Orte finden, Orte suchen. Könnte dezent langweilig für euch werden. Ich werde es wie immer in Highlights zusammen schneiden, damit ihr vor Langeweile nicht irgendwie umkommt. Kriegen wir hin. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Einmal, was dieses komische Gebilde da hinten ist. Das echt abgefahren aussieht. Man kann mal gucken. Das ist doch. Hä? Das ist doch im Startergebiet, oder? Schätze einen vollkommenen Knick in der Optik. Ich guck doch gerade ins Startergebiet rein, oder? Oder gucke ich sogar schon ein Stück weiter? Okay, ich raff's gerade nicht. Aber ich glaube, ich habe einen weiteren Ort gerade gefunden. Da ist ein Tempel gewesen, aber der ist in dezentem Blau gehalten. Das heißt, wir waren da schon mal. Hier haben wir wieder ein paar Fledermäuse. Ja, nervt mich nicht. Was kommt hier denn jetzt alles? Zum Glück habe ich die große Keule ausgepackt. Okay, bei dem ist es genauso wie bei den kleinen, oder was? Erst die Murmel um. Okay. Stachel-Mob-Keule. Mega-Keule. So. Was schmeiße ich dafür weg? Keine Ahnung. Keule schien einen großen Bums am Leib zu haben. Wegwerfen. Ah, kein Rasen mähen. So, was liegt hier noch? So, so. Genau. Zu einem kleinen Dude auf dem Berg, bei dem ich den Rucksack größer machen kann. Zu dem wollte ich auch noch. Was ich alles machen will, ey. Das ist ja eine riesen To-Do-Liste. Alter Schwede.
Wieder ein paar Ruinen. Ich weiß gar nicht, hat mein Satz jetzt gerade zu Ende geredet? Gebabbelt? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe, genau, ich glaube, ich habe einen weiteren Ort gefunden. Weil der eine war ja mit Blick auf diese zwei Berge. An der Wasserstelle. Wenn ich nicht ganz geschielt habe, ist die Wasserstelle hier vorne. Sondern das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen, ohne bei dem Lager hier drauf zu gehen. Ja, mein Pferd wäre mega. Aber das habe ich ja leider verdrängt, verscheucht. Hier oben. Moment. War die Brücke. Nee. Boah. Da. So. Diese Brücke war hier doch auch irgendwo. Nee. Falsche Brücke. Schade. So, und die Stelle, die ich meine, ist... Wo ist sie? Da. So. Ich hoffe, die sehe ich jetzt gleich. Dann gucken wir mal weiter. So. Also, hier oben muss es irgendwo sein. Ja, ja. Ich habe nicht die schnellste Keule, aber dafür die größte, mein Freund. Bang, bang. Nee. Das sieht auch schon hübsch aus hier oben. Wollen wir passen? Muss nur diesen kleinen Hügel finden. Das ist eine große Wasserstelle. Ja, sie ist zumindest nicht klein. Da oben dieses kleine, diese kleine. Oh, Route? Achso. Diese kleine Insel da, die könnte sein, ne? Wow. War das gerade ein Meteorit? Hi. Nein. Das war doch gerade ein... Ah, wait a minute. Ist das dann die Markierung für diese Stelle? War ja klar. Los, kommt her, ihr Mistviecher. Hier gibt's was mit der ganz groben Kelle. Los! Sicher. Das war so ein richtiger Meteoriteneinschlag. So, ist das jetzt die Stelle, die ich gesucht habe? Das heißt. Fragen über Fragen, eieiei. Komm, Link, leg mal einen Zahn zu. Aha. Ja, ich weiß, ich könnte sie auch einfach ignorieren, aber. Sie wollen es doch auch. Ach, das ist die Unterseite von diesem Wall da hinten mit diesem roten Zeug dran. Ah, verstehe. Okay. Wie schon gesagt, vergesst das vorhin mit den... Ich hab die Knöpfe drauf. Ich... Keine Ahnung. Das hier nicht auch so eine Stelle? Ach, ihr schon wieder. Los, kommt her. Hier gibt's was aus Fressbrett. Los. Mistviecher. Achso, das bei der Stelle hier fehlen die Bäume. Ich schätze gerade nur so feststellen.
Aber jetzt bin ich trotzdem neugierig. Hier wartet wahrscheinlich ein Guardian auf Komolo. Garnisonsruine. Das heißt, hier gibt es coole Waffen. Oder einfach nur ein Guardian, der mich abschlachten will. Super, ein Stein. Oh! Ja, cool. Okay. Tschüssi. Notiz an mich, öfter Steine hochheben. Cool. Okay, weiter zu meiner Markierung. Zeigt ihr mir das auch auf der Karte an? Natürlich nicht. Ah, ihr schon wieder. Was bist du da hinten? Wild gewonnener Rettich oder was? Was ist das? Ja, ich weiß, dass es gleich zerbricht. Ein Octorok-Ballon. Ach, Mist. Autsch. Kann man mit so einem Ballon die Sachen in die Luft steigen lassen? War da nicht irgendwas? Ich erinnere mich da an lustige YouTube-Videos. Wer kämpft da gegen was? Oh, nee. Schweine gegen Wildlife, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ah, wo ist denn meine Markierung hin? Wie jetzt? Ist jetzt so neblig, dass ich das nicht mehr sehe, oder was? Och, Mann. Ja, dann halt ein bisschen Gras, ne? Bier macht süchtig, Schnaps macht krank, ich bin Kiffer, Gott sei Dank. Was haben wir hier? Verrostete helle Bade. Ja. Ich wünschte, es wäre schon kaputt, dann könnte ich mir das hier nämlich mitnehmen. Und ich dachte, ich könnte es jetzt an der Mauer zerdeppern, aber die Mauer hat leider keine Kollisionsabfrage. Saftladen. Ja, warte mal. Oder so. So, trotzdem hätte ich jetzt gern gewusst, wo meine Markierung hin ist. Schauen wir doch mal hier hinter den Hügel. Na, was ist hinter dem Hügel? Ein weiterer Hügel. Aber ich könnte ja auch mal. Naja, bei Regen. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Da sind die zwei Berge. Da muss es doch hier irgendwo sein, Sarah.
Aussichtsturm, kommt aber gut. Ja. Ah, wieder ein Stein. Haha. Ups, Entschuldigung. Oh, nee. Sag mal, Link, was bist du? Ein Frosch? Überall will er, alles will er besteigen. Der kleine Schlawiner. Was ist das denn? Ein Drache? Ist nicht wahr. Eben noch in Hyrule, jetzt schon in Chihiros Zauberwelt. Zauberland, Zauberwelt? Ah, ihr wisst, was ich meine. Aber die Musik. Was Hayao Miyazaki dazu sagen würde. Dass sich Nintendo bei dem einfach so bedient hier, das ist echt nicht zu fassen. Zustände sind es wie im alten Rom. Aber mein Meteoriteneinschlag ist weg. Das ist doch scheiße. Aber da ist die Brücke. Okay. Dann war das vielleicht doch hier gewesen. Weil da ist das Erinnerungsding. Okay, das heißt, wenn man in der Nähe von... wenn man in der Nähe von so einem Teil ist, schlägt da der... Ich hätte fast gesagt, der Blitz ein, aber... Schlägt da so ein Meteorit ein. Okay. Na dann los. Sieht nicht aus, als würde es bald aufhören. Wie dein Vater hast du den Weg des Ritters gewählt. Auch wenn die Ausbildung hart war, du hast nicht aufgegeben. Und letztendlich hast du dich als würdig erwiesen, das Bannschwert zu führen. Ich freue mich von ganzem Herzen für dich. Aber... Was, wenn du mit dem Schwert nicht hättest umgehen können? Wenn trotzdem alle gesagt hätten, du musst in die Fußstapfen deiner Vorfahren treten. Du musst ein Ritter werden, um jeden Preis. Wenn sie einfach nicht damit aufgehört hätten. Was? Was hättest du dann gemacht? Dann wäre ich halt Koch geworden, mein Gott. So, Stimmung zerstört. Ja. Aber das Merkwürdige an der Sache ist, dass das nicht die Stelle ist, beziehungsweise nicht der Punkt ist, den ich gerne gehabt hätte. Ach, nerv mich nicht. Blubbergesicht. Ja, aber so nah war das doch nicht. Nee, da. Das ist ganz schön weit. Moment, da bin ich dran vorbeigelaufen. Das ist vor der Ruine, vor dieser Ruine, wo ich drin war. Ach, so ein Mist. Spinnerbahn, Trottel. Wieso bin ich da vorhin dran vorbeigerannt?
Ich sag das, ich bin manchmal echt eine Hohlbratze. Wenn es so weitergeht, fange ich wieder an mit Bauklötzchen zu spielen. Da ist die Erinnerung. Und los geht's. Als nächstes gehen wir nach Gurunia. Es gibt viel zu tun. Ich muss an dem Titanen dort arbeiten, damit Darok ihn besser steuern kann. Auch wenn wir zahlreiche Tests durchgeführt haben, ist es trotzdem eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Aber fest steht, diese Relikte wurden von unseren Vorfahren erschaffen. Das heißt, wir können sie verstehen und herausfinden, wie sie funktionieren. Du wirst schon sehen. Wir werden die Verheerung, wir werden Ganon damit besiegen. Dafür sorge ich. Sag mir, hat das heilige Bannschwert seine Geheimnisse mit dir geteilt? Die Stimme, die seinem Stahl innewohnt. Kannst du sie wirklich hören? Ja, das kann ich so spontan leider nicht beantworten. Ich höre auch viele Stimmen. Ob da das Bandschwert mit dabei ist, schon möglich. So, damit hätten wir drei Orte. Karte, Impa. Na komm. Nee, dahin. Beam me up, Scotty. So, da gucken. Impa. Okay, doch richtig. Wollen wir mal gucken, was die Dame so für mich bereithält. Oh yay. Okay, hä? Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Gan. Ja, kennen wir schon, deswegen überspringen wir das. Boah, erstmal bis später. Mhm. Na, dann wollen wir mal. Achso. Beten ist nicht. Reckengewand. Dieselben Werte wie das Ding, was ich jetzt anhab. 13, 13. Spielt eigentlich keine Rolle. Oh. Nö, das ist mir zu auffällig. Miyama Gana Schrein. Na dann los.
Okay. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Miyama Gana. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Na dann los. Oh ne, oh, wieder so eine. Okay. Da, 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 da. Oh. Oh. Also für den, der sich wundert, ich bewege das Ganze gerade mit dem Wii U-Pad. Und sehe gerade, dass hier eine Kiste ist, hä? Okay. Und hopp. Oh ne, echt jetzt? Ah, super. Super Bougie. Nee. Aber ich hab halt keine Geduld für sowas, ganz ehrlich. Ich versuch's trotzdem, aber. Boah, so kann man das auch noch schwer. Oh, das ist fies, warte mal. Und das resettet sich natürlich nicht. Sehr schön. Okay. So, also. Ja, es fängt gut an. Ruhig, Mai. Ganz ruhig. Alles wird gut. Sind ganz tolle Rätsel, die man sich hier ausgedacht hat. So, nein. Dahin. Aber jetzt. Nein. Oh, echt jetzt? Okay. Hat zwar nicht mitgezählt, aber alle guten Dinge sollen ja drei sein. Ach, Mann. Ich hole echt gleich die Bauklötzchen raus. Drehe ich ein Video, wie ich mit Bauklötzchen spiele. Und ja, ich weiß, ich könnte das mit wesentlich mehr Gefühl machen, aber Gefühl ist halt aus. Genau, jetzt bounce ich den Ball noch irgendwo so dagegen. Jetzt aber. Okay, Mike, ganz ruhig. Ach, der soll da unten rein. Kammer geht auf. Okay. Ruhig und gelassen. Du bist der Ball. Du bist die Kugel. Nein. Ich muss das Ding gerade mal irgendwie resetten oder so, keine Ahnung. So, jetzt ist das Pad ganz gerade. So.
Viel Gefühl. Okay. Nein. Würde ich keinen langen Bart tragen, würde jetzt wahrscheinlich man richtig schön sehen, wie meine Halsschlagader immer mehr pulsiert. Ich sag dir, Link, ich trete dich in die Ecke und spiel wieder Thimbleweed Park. Goddammit. Boah, wenn der jetzt da am Rand irgendwie vorbeigegangen wäre, ich hätte hier was zusammengetreten. Das war's. Auf Tattoo her. Keule, ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe hier Prinzessin zu retten, ja? Oh, da steht ja einer. Was war schon? Oder ist der runter? Er ist bestimmt runtergefallen. Ich habe natürlich wie immer nur normale Pfeile dabei. Läuft. Oh, das sind auch noch zwei. Und er trägt ein Schild. Geht's noch? Genau, und ich falle in den Teich mit den, keine Ahnung, Piranha-Viecher-Dingern. Super. Na gut, dann können wir dem großen Hugo hier mal üben. Ah, ne, warte mal. Oder? Doch? Ach komm, scheiß drauf. Autsch. Ich bin für den ein One-Hit-Wonder. Klasse. So viel zum Thema Rüstung. Scheiße. Okay, umso näher ich dem Zeug komme, umso unfreundlicher wird es irgendwie. Ja, habe ich mir gedacht. Gucken, aber nicht anfassen. Gucken, ob ich da trotzdem irgendwie reinkomme. Kann man jetzt... Oh, so ein Riesenblob schon wieder. Ah, werfen, Bub. Werfen. Okay, interessiert das rote Zeug nicht wirklich? Hätte mich auch gewundert. Ich will trotzdem wissen, was da drin ist. Arena-Ruine. Und da steht auch schon ein... Da, nee, das ist so ein Minotaure, der mich schon mal zerlegt hat. Nein, nein, kein Bedarf heute. Und Tschüssikowski.
Oh. Mein Schreinometer schlägt auch schon wieder an. Oh, ein Planwagen. Das erinnert mich an die Bulli-Parade. Im Planwagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie fährt allein. Kennt ihr das? Großes Kino. Sascha und Bulli als Abahachi. Ne, Quatsch, als Willetouch. Oder? Ne, als Willetouch. Ja, guckt mal danach. Und sorry wegen der Singanlage. Gesangsanlage. Was sagst du? Bauchklötzchen, genau. Ich halt am besten einfach die Klappe. Wer das Tor durchquert. Ja. Brauche ich einen Schlüssel für? Echt jetzt? Boah, das erinnert mich voll an die Serie. Boah, Fort Boyage? Bomb Voyage? Ja, wo sie in so einem alten Fort, in so einem Gefängnisfort sind. Gab's in Deutsch, Französisch, keine Ahnung wie viele tausend Sprachen noch. Mega-Serie. Mussten sie immer so Aufgaben erledigen. Sau viel Spaß gemacht. Ja, kann man natürlich nicht hochklettern. Der gefickt eingeschädelt. Okay, was ist das da? Zeigt nach oben. Okay, und hier kann ich wahrscheinlich auch nur... Nee, das habe ich nicht. Okay, da geht's auch rein. Aber wo komme ich denn da raus? Drüben kann ich ja nirgends so hoch. Wenn alles nichts hilft, drauf schießen. Ah, die Kugel muss ich jetzt so hinlegen, dass wenn ich da wieder drauf böller, sofern ich dran komme, die in dieser Dings hier landet. Ah, wie soll ich denn das anstellen? Ach ja. Komm erstmal mit, kleine Kugel. So, ich bin ja geizig, deswegen muss ich mir jetzt mal einen Pfeil erstmal wieder. So. Kann ich doch die Kugel da eigentlich reinlegen, oder? Ja. Probieren wir es einfach mal. Glaubt eigentlich nicht, dass das funktioniert, aber... damit durch die Decke schießen lassen. Autsch. Ich den Käfig wahrscheinlich erst wieder umdrehen. Da ist das Ding auf der anderen Seite. Toll. Ah.
Das gibt einen Brummschädel morgen. Eisvogelschwert. Und die Tasche ist wieder voll. Was schmeißen wir weg? Schnick, schnack, schnuck. So. Wie geht's weiter? Ah, so nicht. Na, komm schon. Ach, Mann. So, wieder ein Schrein mehr, wieder ein Tattoo mehr, wieder ein Teleportpunkt mehr. Alles mehr. Sehr schön. Boah, was ist denn das für ein roter Knollen da? Ah, das ist der Blutmond. Das ist der Respawn für ganzen Monster und Items. Krasser Scheiß. Okay, ihr Lieben. Aber wir machen es mal wieder spannend. Ach, ich bin gemein, ich weiß. Und machen Schluss für heute. Und wie es mit dem Blutmond weitergeht und wie es mit den Erinnerungen weitergeht. Und ob ich beim nächsten Mal genauso Scheißlaune habe und Knöpfe nicht finde und Worte nicht finde und der ganze Chaoskram, ja, das seht ihr beim nächsten Mal. Ich tue jetzt noch fix speichern. Wenn ich den Speicherpunkt finde. Fuck. Und dann sehen, hören, lesen, sprechen, was auch immer wir uns beim nächsten Mal. Also, bleibt geschmeidig. Bis dahin. Bye-bye.